Milde Hautreinigung hat nichts mit Seife zu tun. Ich finde Kommentare immer wieder unter meinen Videos, ja, dass man sein Gesicht mit Seife wäscht. Das ist aber tatsächlich nicht gut. Heute stelle ich dir vier Methoden vor, die außerhalb von Seife funktionieren, die relativ günstig sind. Und was das ist, zeige ich dir nach dem Intro. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Wir beschäftigen uns heute mal mit der Gesichtsreinigung. Also tatsächlich nur mit der Gesichtsreinigung. Also keine Zusatzprodukte, keine Actives, kein Gesichtswasser, sondern still und ergreifend einfach nur ja, Reinigung. Weil nicht jeder mag diese vielen Schritte und diese Reiniger lassen sich unwahrscheinlich gut in eure ja, Routine einbauen. Ich habe sogar was Plastikfreies dabei und ich würde mit der Sache am besten gleich anfangen. Denn Fakt ist, es verwenden immer noch viele von euch Seife. Jeder darf seine Hautpflegeroutine so gestalten, wie er es möchte. Versteht mich da nicht falsch. Aber Seife ist tatsächlich eine schlechte Idee. Ich hätte es damals auch nicht gedacht. Ich habe jahrelang Seife verwendet. Erstens wegen dem Nachhaltigkeitsgedanken, zweitens, was mir halt irgendwie auch gefallen hat, gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich hatte auch Hautprobleme. Also ich habe immer wieder rote Flecken im Gesicht gehabt. Mir hat es gejuckt und die Haut war wesentlich unruhiger als jetzt. Und ich habe die ersten Videos zu dem Thema gesehen und dachte mir auch am Anfang, das interessiert mich nicht. Aber dann habe ich es dann tatsächlich auch selber mal ausprobiert. Und ein Ding ist wirklich recht günstig. Das ist aber leicht beduftet. Und zwar ist das das seifenfreie Waschstück von Balea. Es gibt bei Rossmann eine Version, also auch so ein Waschstück ohne Seife, das ohne einen Inhaltsstoff mit Palmöl auskommt. Also ich werde die mir hier auch gar nicht mehr holen, sondern die von Rossmann holen. Das pH-neutral. 5,5. Ich kann mich noch als Kind daran erinnern, dass wir solche Waschlotions immer hatten und ich fand die so irre bescheuert. Jeder hat die toll duftenden Waschgels immer gehabt und ich musste den Scheiß verwenden. Fand es super langweilig, aber es ist halt super gut für die Haut. Und wir Frauen, gerade wir Frauen, sind ja immer drauf und dran bezüglich Hautalterung, nicht so schnell zu altern. Lasst die Seife sein. Denn Seife ist basisch. Haut ist sauer und zusammen kombiniert, man kann sich das schon vorstellen. Ne? Und hier habt ihr eben ein pH-hautneutrales Produkt. Hier ist auch kein Plastik dran. Ich habe jetzt den Inhalt, das ist nur die Verpackung, den Inhalt habe ich im Bad liegen. Der ist noch relativ nass, weil ich heute Morgen geduscht habe. Auch das habe ich schon auf der Haut angewendet. Das geht ganz gut. Das verträgt natürlich nicht jeder, weil es leicht beduftet ist. Also es ist Parfüm drin, er riecht ganz leicht, er hat so eine Art Nivea-Geruch, ne, es ist ein eigener Balea-Med-Geruch, finde ich. Ist okay, ich vertrage es wie gesagt im Gesicht und der funktioniert auch im Gesicht, aber auch im ganzen Körper, weil ich dusche damit. Gerade für die Minimalisten unter euch, die eben nicht so viel Produkt verwenden möchten, ist das vielleicht eine Idee, eben. Das gleiche für den Körper zu nehmen wie fürs Gesicht. Ich kann diesen Grundgedanke nachvollziehen. Ich bin ja auch hauptsächlich minimalistisch angehaucht. Aber bei so Pflegeprodukten ist es bei mir, da mache ich es meistens nicht. Weil ich experimentiere viel rum. Das ist eine Sache, ja, die mir unwahrscheinlich Freude macht, mir in Dinge reinzudenken. Und da bin ich deswegen nicht ganz so minimalistisch. Aber dieser Gedanke von einem Produkt, das für mehrere ja, Hautpartien zuständig ist, das guckt euch mal die Waschstücke an. Sebamed hat noch ein Waschstück, das muss jetzt nicht das hier sein. Denn wie gesagt, das von Balea hat tatsächlich einen Bestandteil Intus, wo Palmöl mit im Spiel war. Ja, Oldie but Goldie. Und lange Zeit war in diesem Produkt Mikroplastik drin. Und das ist inzwischen nicht mehr drin. Und das finde ich mega, mega gut. Das ist auch von Balea Med, aber diesmal aus der ultrasensitivfreie, das Waschgel.
Die Ultrasensitivfreie kommt komplett ohne Duftstoffe aus. Das muss auch nicht im Gesicht stattfinden. Das ist ganz wichtig. Und das kriegst du für unter 4 Euro, kriegst du in jedem DM und es funktioniert super. Ich nehme das auch echt gerne, weil es unwahrscheinlich schnell funktioniert. Morgens habe ich nicht so viel Zeit. Ich vertrödel so viel Zeit morgens immer. Und da ist das halt echt eine unwahrscheinlich gute Alternative. Es schäumt so ein bisschen, reinigt aber richtig, richtig gut. Und 4 Euro, da kann ich echt nichts sagen. Das Waschstück bekommt ihr unter 1 Euro. Das ist natürlich noch günstiger. Das hier 4 Euro, unter 4 Euro sogar, ist eine tolle Sache. Hab das mir jetzt schon zum 4. Mal nachgekauft oder so. Und dass genau diese Produkte jetzt inzwischen halt einfach kein Mikroplastik mehr intus haben, ist eine sehr gute Sache. Dieses Produkt steht jetzt für Balms, aber auch für Gele, die auf Öl basieren. Das ist ein Öl von der Inkipedia, aber in Gelform tatsächlich. Also da ist ein Gel drin, so verrücktes Zeug. Wenn man das zwischen den Händen verreibt, wird es ölig. Und das basiert natürlich wieder auf die Ölreinigung. Warum funktioniert die Ölreinigung so wunderbar gut, auch bei Menschen mit unreiner Haut? Öl oder Fett zieht Fett an. Mit Fett kannst du am allerbesten reinigen. Ich habe zum Thema Ölreinigung mal ein Video gemacht mit Mandelöl und Rizinusöl. Das kannst du dir gerne mal angucken. Auch so kannst du nämlich dein Gesicht reinigen. Wer eben so hundertprozentig Natur im Gesicht haben möchte, ist halt ein bisschen aufwendiger, das abzubekommen. Diese Geschichte hier bekommst du halt schneller runter. Genauso steht dieses Produkt natürlich auch für Balms beispielsweise, die aussehen wie so eine Creme. Da habe ich auch schon zwei vorgestellt, nämlich von Face Theory. Das würde ich dir gerne auch mal unters i legen. Die haben für mich nämlich auch wunderbar funktioniert. Einer hatte Actives drin, der andere hatte Vitamin C drin. Okay, ist auch ein Active. Aber die haben für mich auch mega gut funktioniert. Die hast du allerdings eine Minute auf dem Gesicht lassen müssen. Da gibt es nämlich auch sogenannte Wash-Lotions auch, das kann man auch verwenden. Gerade aus der Balea Med-Reihe gibt es so eine Lotion. Die habe ich mir auch erst noch überlegt, sie fürs Video zu kaufen, dass ich euch was zum Zeigen habe. Aber ihr wisst ja, Dinge, die man eben kauft, sollte man eben auch aufbrauchen. Und so steht dieses Produkt hier als Platzhalter für eben Lotions oder Cremes, mit denen man sich eben reinigen kann. Und da werde ich euch definitiv, wie schon erwähnt, zwei mal unters i legen. Wir sind schon beim letzten Produkt angekommen. Das ist wirklich Oldie but Goldie. Und bei dem Produkt muss ich echt auch sagen, bin ich so mega happy, dass es jetzt auch ohne Mikroplastik auskommt. Das ist das Balea-Öl. Auch dieses Reinigungsöl kommt ohne Duftstoffe aus. Das war es vorher schon. Aber vorher hatte das Mikroplastik. Heute ist es Mikroplastik nicht mehr enthalten. Ich finde das super gut. Ich habe ja gesagt, das hier funktioniert so schnell. Der hier funktioniert noch schneller. Ja, also den kriegst du unwahrscheinlich leicht von der Haut wieder runter. Das ist brutal. Ich weiß, ich war vorher auch so ein bisschen, als ich eben die noch stärkere unreine Haut hatte und sehr fettige Haut hatte, war ich sehr zurückhaltend, was so Ölreiniger betrifft, weil es war mir einfach nicht klar. Fett liebt Fett und bis ich die ersten Erfahrungen eben gemacht habe. Es kann sein, dass deine Haut sich ein bisschen umstellen möchte diesbezüglich, aber auch die Phase kriegt man sehr schnell rum und den kriegst du einfach auch überall. Der Rossmann hat so ein Produkt, ebenfalls im Sortiment von Isana, aber das ist leicht beduftet. Also wer gänzlich auf Duftstoffe verzichten möchte, der nimmt das hier. Ich brauche davon so 4 bis 5 Pumpstöße, massiert es ein, nehmt euch da tatsächlich ein bisschen Zeit, dann funktioniert das am allerbesten. Und dann nimmt man das einfach mit lauwarmem Wasser runter. Das war's. Das funktioniert unwahrscheinlich gut. Das sind jetzt 4 Methoden, wenn nicht sogar 5, wenn man eben die Lotions etc., die Cremes noch mit einbezieht.
Ihr guckt unter dem i, da habe ich euch das ein oder andere Produkt mal mit verlinkt. Da habe ich nämlich eben auch schon zwei Produkte von Face Theory vorgestellt. Ich melde mich an der Stelle wieder ab. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Was verwendest du als Reinigung? Schreib das bitte unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich ein neues Produkt, das du mir empfehlen kannst. Das wäre richtig, richtig cool. Ich melde mich ab, sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss!